In diesem Video geht es um die Induktivität einer Spule. Und jetzt wäre das zum Beispiel eine Spule, also einfach ein aufgeführter Draht. Und jetzt beschreibt die Induktivität den Zusammenhang zwischen der Spannung und dem Strom. Und um das jetzt mal herzuleiten, jetzt erstmal hier die wichtigen Formeln. Also die Formel für die magische Flussdichte B ist jetzt μ0 mal μr mal I mal N durch L. Und μ0 ist dabei eine Konstante, ist jetzt die magnetische Feldkonstante. Dann μr ist jetzt optional, also wenn wir jetzt eine Luftspule haben, das heißt eine Spule, wo jetzt kein anderes Element drin ist, dann ist μr1. Haben wir dagegen noch in der Spule ein Element drin, dann kann μr noch Werte über 1 annehmen. Das heißt, dadurch kann man dann noch die magische Flussdichte erhöhen. Dann I der Strom, N jetzt die Windungsanzahl, also wie oft jetzt der Draht aufgewickelt ist, und L jetzt die Länge der Spule. Dann zweite Formel, Phi, der magnetische Fluss ist jetzt A mal B, also dann A die Fläche, B wieder die magnetische Flussdichte. Also können wir einfach hier für B diesen Ausdruck verwenden. Also ist dann Phi gleich A mal das Ganze, also A mal 0 mal μr mal I mal N durch L. Dann als drittes die Formel, das Induktionsgesetz, U induziert ist gleich minus N mal Phi Punkt, N wieder die Windungsanzahl. Phi Punkt ist jetzt die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses. Und um jetzt Phi Punkt zu erhalten, müssen wir einfach hier diese Formel für Phi nehmen und jetzt nur statt I, I Punkt einsetzen. Also dann statt den Strom I Punkt die zeitliche Änderung des Stromes brauchen wir, weil wir können uns vorstellen, alle anderen Größen sind jetzt Konstanten. I ist die einzige Größe, die jetzt zeitlich abhängig ist. Und deswegen, um dann Phi Punkt zu erhalten, einfach diesen Ausdruck nur I Punkt. Dann hier einsetzen, erhalten wir jetzt folgenden Ausdruck. Und jetzt können wir das noch vereinfachen. Wir sehen, wir haben hier das N, wir haben noch das N hier von der Formel. Ergibt dann hier ein N Quadrat. Und dann macht es jetzt Sinn, noch das I Punkt hier zu isolieren, dass wir das am Ende stehen haben, weil I Punkt ist jetzt die einzige zeitlich verändernde Größe, sonst alles hier Konstanten. Deswegen isoliert aufgeschrieben. Und dann mit dem Wissen jetzt, dass die induzierte Spannung minus L mal I Punkt ist und L jetzt die Induktivität der Spule. Wir sehen, das wäre dann jetzt die Induktivität. Und wenn wir uns jetzt mal hier diesen Ausdruck für die Induktivität angucken, er ist jetzt nur von Konstanten abhängig, also nur von Bauteileigenschaften der Spule, von der Windungszahl, von der Fläche, hier das wäre die Fläche der Spule, die Querschnittsfläche, von der Länge. Heißt, die Induktivität einer Spule ist jetzt von Spule zu Spule unterschiedlich und halt abhängig von den Bauteileigenschaften. Und diese Induktivität, die beschreibt jetzt eben den Zusammenhang zwischen der induzierten Spannung und dem zeitlich verändernden Strom, also dann vereinfacht gesagt, den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom. Und das war es jetzt mal zur Induktivität. Jetzt verlinke ich mal hier meinen Chemie-, Mathe- und Deutsch-Kanal noch. Da mache ich auch noch Lernvideos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.